Guten Morgen aus Rosenheim. Ich wollte mal kurz was zu unserem wichtigsten Element sagen, das wir auf der Reise dabei haben, nämlich die Apple Watch. Die Apple Watch kümmert sich darum, dass sie uns während der Fahrt zeigt, wie schnell wir fahren, wie weit wir schon gefahren sind. Und am Ende des Tages sehen wir die durchschnittliche Herzfrequenz, sehen wir die Strecke und so weiter. Wie vielleicht bekannt ist, hat die Apple Watch ein Pulsmesser drin, auch ein GPS drin. Beides kann man ein bisschen entlasten, nämlich zum Beispiel den Pulsmesser. Wenn ich jetzt hier auf Einstellungen gehe, und dort findet man im Bereich Health Geräte, dass hier ein Gerät sich meldet. Das ist in meinem Fall ein Bluetooth-Brustgurt, den ich heute dabei habe. Der wird also jetzt mit der Apple Watch gekoppelt. Das können wir jetzt gleich dann mal nachschauen. Gehen wir mal in die Herzfrequenz rein und schauen mal, wie groß die Aufregung schon ist. Jawohl. Und die Messung kommt also jetzt direkt von meinem Brustgurt, wird dort direkt abgenommen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Apple Watch die Pulsmessung während der sportlichen Aktivität nicht machen muss. Wir haben natürlich auch das iPhone dabei, und wenn das iPhone dabei ist, macht die Apple Watch nicht GPS, sondern macht es das iPhone. Auch das entlastet die Apple Watch. Und heute bin ich neugierig, weil ich, wie gesagt, weder Pulsmessung noch GPS auf der Apple Watch laufen lasse, sondern ich starte nur das Training. Und ich denke, wir kommen so mit 4-5% Akkuleistung oder Akkuverminderung je Stunde hin. Aber das schauen wir uns mal an. Jetzt geht es in jedem Fall los über den Inntalradweg, Kufstein und so weiter. Ciao!